Sehr geehrter Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, die AfD-Fraktion hat sich kritisch mit dem Gesetzentwurf sowie den Änderungsanträgen auseinandergesetzt und das Für und Wider abgewogen. Wir verkennen nicht, dass eine Notwendigkeit besteht, die Lücke im Datenschutzrecht des Justizvollzugs zu schließen. Und der Gesetzentwurf stellt auch durchaus eine transparente Zusammenfassung von Vorschriften zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Justizvollzug dar. Der Teufel steckt jedoch, wie so oft, im Detail. So wurden teilweise gut begründete Argumente der Sachverständigen nicht berücksichtigt, auf die ich jetzt in Teilen eingehen möchte. Erstens, zum Beispiel werden die vollzuglichen Zwecke in § 2 des sächsischen Justizvollzugsdatenschutzgesetzes mit auf 8 Unterpunkten verteilten dehnbaren Formulierungen definiert. Der Volksmund würde von einem Gummiparagraphen sprechen. Diese vollzuglichen Zwecke tauchen zugespitzt formuliert in nahezu jedem zweiten Paragraphen auf. Sie eröffnen damit einen sehr weiten Anwendungsspielraum. Der Sachverständige Klein hatte in der Anhörung vorgeschlagen, zu differenzieren. Das haben Sie leider nicht getan. Zweitens, Stichwort Erforderlichkeit. Es werden mehrfach abgestufte Begriffe wie zwingend erforderlich, unbedingt erforderlich und erforderlich verwendet. Dies dürften allenfalls bedingte praxistaugliche Regelungen sein. Drittens, durch das vom Bundestag beschlossene Gesetz zur Stärkung der Rechte von Betroffenen bei Fixierungen und den hierzu gestern vorgelegten Änderungsantrag von CDU und SPD sind wir als Landtag einer Abstimmung über die ursprünglich vorgesehenen Verfahrensregelungen enthoben. Auch dazu hatte es berechtigte Kritik einiger Sachverständiger gegeben, unter anderem was die Zuständigkeit des Betreuungsgerichts für die Ausfälligen im Strafvollzug angeht. Viertens, die vorgesehene Regelung zur Videoüberwachung der Hafträume hat durchaus unsere Sympathie. Wir können uns aber den Bedenken, ob die Regelung verfassungsgemäß ist, nicht völlig verschließen. Überdies wurden die Löschfristen von den Sachverständigen nahezu einhellig als zu lang kritisiert. Im Ergebnis ist fraglich, ob diese Regelung unter Verfassungsgesichtspunkten einer Überprüfung standhalten werden. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, die Bedenken wurden durch vorliegende Änderungsanträge nur partiell ausgeräumt. Diese beinhalten Einschränkungen oder Ausweitungen, die nur teilweise mit den Vorstellungen der AfD-Fraktion übereinstimmen. Im Ergebnis des Abwägungsprozesses wird sich die AfD-Fraktion zum Gesetzentwurf enthalten. Vielen Dank.